Alles Weitere über sinnlose, hausgemachte Probleme jetzt von Alfred Mittermeier. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und es wird immer komplizierter. Jeder und jede muss genannt werden im Zuge der Gleichberechtigung. Geschlechtergerechte Sprache, das ist der Fachbegriff. Und das Ziel ist, ich zitiere, die Frau in der Sprache sichtbar und hörbar zu machen. Und das heißt immer doppelte Anrede, also Bürgerinnen und Bürger, Herrinnen und Herren, Menschinnen und Menschen. Politiker und Politikerinnen haben diese doppelte Anrede eingeführt, dieses Ranwanzen an sämtliche Wählerschichtinnen. Gregor Gysi ist ja da überkorrekt. Und wieder das immer betont, liebe Mauerbauerinnen und Herrinnen, dem Gysi, dem traue ich zu, dass er in der Metzgerei zwei Paar Frankfurterinnen kauft. Mittlerweile ist die doppelte Anrede normal, gibt's überall. Die Weight Watcher begrüßen ihre Teilnehmer mit liebe Doppelzentner und Doppelzentnerinnen. Und auf den öffentlichen Toiletten unterscheidet man zwischen Pissoir und Pissoirinnen. Na, ich habe damit kein Problem, ganz im Gegenteil. Ich mag noch nicht dieses ständige Hin und Her. Also wenn, dann muss man das sprachlich durchziehen. Und zwar überall. Da möchte ich Fußgängerinnenzonen und Rasenmäherinnen und Samenspenderinnen. Und im Biergarten kaufe ich mir eine Radlerinnenmasse. Und wenn es keine mehr gibt, dann saufe ich eine Russin. Und ich fordere einen Führerinnenschein für Frauen. Dieses ist so ein Wort, ha? Führerschein. Führerschein. Umgangssprachlich Adolf Lappen. Dabei hat er nicht einmal einen Schein gehabt, der Schnäppchenführer. Oder, was auch so ein sprachlicher Männerclub ist, Bundeswehr. Die Bundeswehr. Es gibt zwar eine Soldatin, aber keine Offizierin, nicht mal eine Hauptfrau, geschweige denn eine Feldweibel. Ja, da muss man halt den Spieß mal umdrehen. Es muss sprachlich gerecht zugehen, keine Frage. Aber was machen wir mit der Reihenfolge? Wen nennt man als erstes? Historisch gesehen ist es einfach. Da war die Nummer eins der Mann. Adam und Eva, Romeo und Julia, King Kong und die weiße Frau. Irgendwann kamen dann Cindy und Bert und aus was. Aus was mit der Herrlichkeit. Herrlich, kommt es von Herr? Aber woher kommt dann damisch? Da muss man aufpassen. Bei den Artikeln haben wir auch so einen Durcheinander. Der, die, das. Wir geben Dingen und Begriffen durch den Artikel ein Geschlecht. Und die meisten Begriffe sind männlich. Bildschirmschoner, Teppichklopfer, Handtuchhalter. Und es muss auch so sein, weil durch die Verwendung der weiblichen Form dem Sexismus Tür und Tor geöffnet wird. Bettvorlegerin. Eierwärmerin. Oder gehen Sie mal in einen Baumarkt und sagen, grüß Gott, ich hätte gerne eine Laubbläserin. Da sagt der Verkäufer, ja, die hätte ich auch gern. Es geht um Gleichberechtigung. Das ist an sich eine Selbstverständlichkeit, ist aber bei uns noch nicht überall der Fall. Es gibt genügend Ehen, wo Männer noch drum kämpfen. Ja, das hat sich verändert. Frauen sind tougher geworden. Kaufen sich ihre Blumen selbst. Blumen sind ein Symbol für diese Veränderung. Bitte, was waren früher Blumen? Ein Zeichen der männlichen Aufmerksamkeit. Ein weiblicher Stimmungsheber. Strategisch einsetzbar, um Verfehlungen abzuschwächen. Komm heute mal heim mit Blumen.
Weißt du auch, hast du ein schlechtes Gewissen? Oder die andere Variante, mein, hoffentlich habe ich so eine kleine Vase. Gleichberechtigung. Wie schaut's da bei Ihnen daheim aus? Na, da kommen nie klare Antworten. Letztens hat einer gesagt, ja, sie ist berechtigt, mir ist gleich. Klarer wird's, wenn man fragt, wer hat die Hosen an? Weil da gibt es eine uralte Regel. Derjenige hat die Hosen an, der nachts über die gemeinsame Bettdecke bestimmt. Wer sich in dem Punkt durchsetzt, der schafft es auch am Tag. Und da wird er mit sämtlichen Tricks gearbeitet. Ich sage Ihnen was, ich kenne Männer, die drehen nachts die Bettdecke und knöpfen sich die in die Knopfleiste vom Schlafanzug. Ist halt blöd, wenn man nachts raus muss. Also wer es mit der Prostata da hat, lieber nicht. Gute Nacht. Alfred Mittermeier.